den legendären Dickhorn wieder erjagen in Red Dead Redemption 2. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zu einem Jagdguide in Red Dead Redemption 2, diesmal zum legendären Widder. Ich blende euch als allererstes gleich mal die Karte ein, wo ihr diesen Widder findet. Ich hatte anfangs wenig Probleme, den wirklich zu triggern, denn wie ich in das Gebiet geritten bin, hat es geheißen, es ist sehr viel los hier. Ich habe es dann so gemacht, dass ich einmal übernachtet habe und musste dann doch 3-4 Mal in dieses Gebiet hineinreiten, bis ich endlich die Meldung bekommen habe, dass dieser wieder eben hier zu Hause ist. Wie bei jeder Jagd die Vorbereitung ganz wichtig, dadurch, dass ich ja geschlafen habe und so weiter, waren meine Kerne komplett aufgeladen. Ebenso habe ich dann gleich mal meine Tinktur verwendet, um die Gerüche zu verdecken. Zu den Waffen, ich habe mein Rolling Blockgewehr mitgenommen, das wie immer hoher Schaden, gute Reichweite und sehr gute Genauigkeit. Als nächster aktivieren wir dann unser Adlerauge, um natürlich diese Spuren sehen zu können. Hier wie immer ganz wichtig, die gelb-goldenen Spuren verfolgen, denn das sind die Spuren der legendären Tiere, die anderen ignorieren. Hier in dem Gebiet die Suche war relativ schwierig, denn er hat mich immer wieder zu einem Kadaver zurückgeführt und die Spur habe ich nicht wirklich folgen können. Und durch immer wieder aktivieren eben meines Adlerauges konnte ich dann jedoch den wieder doch erkennen, nämlich der war hier dann auf einer Anhöhe bzw. hinter einem Felsen. Und wie man sieht beim Abschuss habe ich kurz gezögert und gewartet, aber ich habe es dann doch ja, riskiert, habe dann doch den wieder geschossen und durch Glück 2 Treffer ist er dann doch ja umgefallen. Als Tipp von mir, bessere Position oder näher rangehen wäre, denke ich mal, sinnvoller. In meinem Fall gebe ich mir wirklich zu, in dem Fall war es definitiv Glück. Ebenso beim Häuten hier, ganz komisch, hat das Fell direkt abgezogen, ohne irgendeine Animation. Bin mir nicht sicher, ob es verpackt ist oder nicht. Aber diese Jagd an sich, ja, die war für mich relativ komisch. Also hier schreibt mal bitte in die Kommentare, ob das bei euch auch irgendwie komisch ist oder so. Oder ob nur mir diese Jagd sehr komisch vorgekommen ist. Aber trotz allem, dann ab zum Hehler natürlich, damit hier können wir ein Widerhorn-Amulett herstellen lassen. Das hilft uns beim Pflücken von Thymian, Oregano und Ackerminze, da erhalten wir doppelt so viele Kräuter wie normal. Ebenso können wir beim Trapper natürlich unser Fell abgeben. Hier können wir dann zum Beispiel den Hut oder die weiten Beinschützer des legendären Widers craften lassen. Ich hoffe, dieser Guide hilft euch weiter. Ich würde mich um Kommentare, Like und natürlich ein Abo freuen. Und somit ein Tschüss von mir, bis zum nächsten Mal.